Jeder von uns ist mit ihr aufgewachsen. Und fast jeder sollte als Kind viel davon trinken, um mal groß und stark zu werden. Seit Jahrzehnten wird das Image der Milch als gesundes Naturprodukt gepflegt. Nicht nur von der Milchindustrie. Auch Forschungsinstitute für Ernährung in Frankreich und Deutschland empfehlen den täglichen Verzehr von Milch und Milchprodukten. Als Wissenschaftler ist es phänomenal, welche Vielfalt an Stoffen in der Milch vorhanden sind. Aber ist Milch wirklich so gesund? Das positive Image bröckelt. Seit Jahren tobt eine heftige Diskussion zwischen Befürwortern und Gegnern. Milch hat, wie wir das heute als Nahrungsmittel kennen, mit dem ursprünglichen Nahrungsmittel Milch nur mehr sehr wenig gemeinsam. Kritiker behaupten, Milch kann moderne Zivilisationskrankheiten wie Allergien, Diabetes oder Migräne auslösen und sogar Krebs. Die Milch ist ein biologisches Doping-System. Wir haben es hier mit einem System zu tun, was uns immer wieder in diese Wachstumsphasen reinpusht. Und Zivilisationserkrankungen sind aus meiner Sicht Erkrankungen überschießenden Wachstums. Befürworter wie Gegner werfen sich gegenseitig aggressive Stimmungsmacher vor. Die Folge? Milch und Milchprodukte gehören heute zu den umstrittensten Lebensmitteln überhaupt. Wir untersuchen, wir beobachten. Ich bin nicht in einem Krieg. Es ist die Anti-Milch-Fraktion, die auf einem Kreuzzug ist. Die Verbraucher sind zunehmend verunsichert. Wem soll man glauben? Wir wollen Klarheit und machen uns auf die Suche nach Antworten. Ist Milch gesund oder macht Milch krank? Wir gehen auf die Reise und besuchen Wissenschaftler, Ärzte und Milchhersteller in ganz Europa. Unsere Fahrt beginnt im Nordwesten Frankreichs. Wir wollen uns anschauen, wie Milch heute verarbeitet wird und welche Konsequenzen das für den Menschen haben könnte. Wir besuchen eine Molkerei der französischen Milchgenossenschaft La Ita. Täglich liefern 40 Tankwagen die Milch der Bauern ab. 1 Million Liter pro Tag. Daraus produziert die Molkerei Käse, Butter und Milchpulver. Präsident der Genossenschaftsmolkerei La Ita ist Dominique Chargé, rechts im Bild. Als Vertreter der Milchindustrie hält er die kritische Diskussion um die Milch für übertrieben. Die Milch wird von Ernährungswissenschaftlern empfohlen. Sie ist ein Grundnahrungsmittel und das erste, was wir nach unserer Geburt zu uns nehmen. Und sie wird vom Nationalen Programm für gesunde Ernährung empfohlen. Aber wie bei allen Lebensmitteln ist auch die Milch einer Kontroverse unterworfen. Angesichts des hohen Niveaus an Gesundheits- und Lebensmittelsicherheit in der heutigen Milchindustrie hat es noch nie ein so geringes Risiko gegeben. Dennoch gibt es Leute, die sagen, Milch sei kein gutes Lebensmittel. Ich erinnere da an das Beispiel der Butter. Vor 10 Jahren wurde sie dafür kritisiert, dass sie ein Faktor für hohes Cholesterin sei. Aber heute ist sie anerkannt als ein gutes Lebensmittel. In einer modernen Molkerei durchläuft die Milch nach ihrer Ankunft mehrere Bearbeitungsschritte. Am wichtigsten sind Homogenisierung und Pasteurisierung. Bei der Homogenisierung werden die Fettteilchen der Milch zerkleinert, damit die Milch nicht mehr aufrahmt. Bei der Pasteurisierung wird die Milch für ca. 30 Sekunden auf 72 bis 75 Grad Celsius erhitzt, um Keime und Bakterien abzutöten und die Milch haltbarer zu machen. Hier bei La Ita wird die pasteurisierte Milch anschließend unter anderem zu Käse verarbeitet. Trotz industrieller Produktion, die Hersteller betonen gern, dass ihre Milcherzeugnisse immer noch Naturprodukte sind. Traditionell hergestellt, gesund und sicher. Nous fabriquons des produits à base de lait. Wir stellen Milchprodukte wie Käse, Butter und Joghurt genauso wie vor 40, 50 Jahren her.
Natürlich mit neuen Methoden und Techniken, die anerkannt sind, kontrolliert werden und einer sehr strengen Aufsicht unterliegen. Ich denke, mit der Sicherheit durch diese Kontrollen ist die Milch ein exzellentes Produkt, das man problemlos konsumieren kann. Le lait est un excellent produit que l'on peut consommer sans problème. Et vous, c'est quoi votre milk moment? Also, alles kein Problem mit der Milch? Es gibt Experten, die ganz anderer Meinung sind. Wir fahren in die Alpen, nach Innsbruck in Österreich, und wollen herausfinden, hat die Verarbeitung der Milch einen Einfluss auf unsere Gesundheit? Dazu sind wir verabredet mit einem Spezialisten für Lebensmittelunverträglichkeit und treffen den Arzt Dr. Maximilian Ledochowski in seiner Praxis. Milch hat, wie wir das heute kennen, mit dem ursprünglichen Nahrungsmittel Milch nur mehr sehr wenig gemeinsam. Milch wird in ungefähr 20 bis 30 verschiedenen Verarbeitungsschritten verarbeitet, angefangen von der Erhitzung über Lagerung, Kühlung, wieder Homogenisierung, Pasteurisierung, Abscheidung von Milchplasma und Milchfetten und so weiter, dass am Schluss nur mehr der Name mit dem ursprünglichen Produkt gemein ist. In Dr. Ledochowskis Patientenakten befinden sich viele Fälle von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die Ursachen dafür sieht er häufig in den modernen Verarbeitungsmethoden der Lebensmittelindustrie. Ich sage immer ein bisschen bösartig, ich behandle die Krankheiten, die die Ernährungswissenschaft oder die theoretischen Ernährungsmediziner durch ihre Forschung erzeugt haben. Dies gilt besonders für die modernen Milchprodukte. Auch hier liegen die Gründe für viele Beschwerden, laut Dr. Ledochowski, in der Verarbeitung. Die Verdauungsfähigkeit von unserem Darm ist natürlich auf die Milch und die Milchprodukte, wie sie ursprünglich waren, abgestimmt. Und die neuen Entwicklungen, die die Lebensmittelindustrie uns vorgibt, da haben wir nicht die Zeit, dass wir uns daran adaptieren können. Das geht über viele, viele Generationen. Ist die Milch durch die moderne Verarbeitung also mittlerweile ein eher schlecht verträgliches Industrieprodukt? Was sagen die offiziellen Ernährungsinstitute? Wir fahren in den Norden Frankreichs, zum Institut Pasteur in Lille, das weltweit führend in der Grundlagenforschung ist. Es berät auch die französische Regierung und die Weltgesundheitsorganisation WHO. Leiter der Abteilung für Ernährung ist Professor Jean-Michel Le Cerf. Die Frage, ob die Milchverarbeitung negative Auswirkungen haben kann, findet Professor Le Cerf amüsant. Das ist eine lustige Idee. Alle Nahrungsmittel sind verarbeitet. Und diese Verarbeitungen können positive oder negative Veränderungen zur Folge haben. Alle Studien über die gesundheitlichen Auswirkungen der Milch wurden mit bearbeiteter Milch gemacht. Mit Haarmilch, mit homogenisierter Milch oder mit pasteurisierter Milch. Bei diesen Studien wurden keine negativen Effekte festgestellt, sondern positive Effekte, warum auch immer. Es gibt vielleicht Veränderungen, die untersucht werden müssen. Vielleicht muss man Korrekturen vornehmen. Aber insgesamt gibt es keine merklichen negativen Effekte. Für Professor Le Cerf ist Milch grundsätzlich gesund, die Bearbeitung unbedenklich. So unterstützt er auch die offizielle französische Empfehlung, jeden Tag 3 Milchprodukte zu konsumieren. Die Milch ist aus mindestens 2 Gründen etwas Besonderes. Erstens hat sie eine besondere und außergewöhnliche Zusammensetzung. Sie gehört zu den nährstoffreichsten Lebensmitteln überhaupt. Aber der andere Grund, der mir noch viel wichtiger erscheint, ist die besondere Symbolik der Milch. Sie ist das Nahrungsmittel, das die Kleinsten ernährt, und diese Symbolik verleiht ihr eine besondere Kraft. Ja!
faire de paf 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 le loup? Alors, c'est l'histoire de trois petits cochons qui mangeaient trois produits laitiers par jour. Quand tout à coup, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Auch in Deutschland empfiehlt die staatlich geförderte Deutsche Gesellschaft für Ernährung den täglichen Konsum von Milchprodukten. Ideal seien ein Viertel Liter fettarme Milch und zwei Scheiben fettarmer Käse. Deutschland und Frankreich sind die führenden Milchländer in Europa. In beiden Staaten ist die Milchindustrie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Frankreich erzeugt rund 25 Millionen Tonnen Kuhmilch pro Jahr. Deutschland fast 32 Millionen. Diese enormen Mengen sind nur möglich durch eine effiziente Milchviehhaltung und durch den Einsatz von Hochleistungskühen und Kraftfutter. Wir wollen wissen, wie Milch heute konventionell hergestellt wird und besuchen den Milchviehhof Peneland in Mecklenburg-Vorpommern. Leiter des Hofes ist der Milchbauer Philipp Kowolik. Auf unserem Milchviehhof, hier wo wir gerade sind, stehen ungefähr so roundabout 1000 Milchkühe, die täglich Milch geben. Diese werden dreimal gemolken, stehen in vier unterschiedlichen Ställen, in sechs verschiedenen Gruppen. Eine Milchkuh bei uns gibt ungefähr in ihrem Leben 28.000 Liter und im Jahr ungefähr so 9.500 Liter Milch im Schnitt. Im konventionellen Bereich sind wir kurz über dem Durchschnitt. Wir versuchen natürlich durch Tiergesundheit, durch Nutzungsdauer noch mehr Milch von den Tieren zu bekommen. Eine Kuh, die viel Milch gibt, muss gesund gehalten werden, die muss sich wohlfühlen, sonst kann sie nicht viel Milch geben. Und kommt ihr klar? Ja? Zappeln auch nicht, ne? Daran siehst du, dass du denn alles richtig machst, dass sie nicht nervös sind und nicht abschlagen und so ganz ruhig stehen. Die Milchqualität und ihre Inhaltsstoffe werden bestimmt durch die Haltung der Kühe, ihre Gesundheit und durch das Futter. Auf dem Milchviehhof Peneland bekommen die Kühe Gras und ein energiereiches Kraftfuttergemisch aus Mais, Getreideschrot und Rapsschrot. Sonst könnten sie ihre Milchleistung nicht erbringen. Aber sind Kühe nicht von Natur aus eigentlich nur Grasfresser? Meine Meinung dazu ist, dass die Milchkuh von heute Kraftfutter benötigt. Wenn wir den Kühen jetzt zum Beispiel Gras und Kraftfutter nebeneinander hinlegen würden, würde sie als erstes das Kraftfutter fressen, weil sie einen gewissen Energiehunger hat. Und den müssen wir bedienen. Wir können diese Milchkuh nicht vergleichen mit einem Rind von vor 2000 Jahren. Das geht nicht. Und meiner Meinung nach ist eine Hochleistungskuh, die viel Milch gibt, auch gesünder, weil sie gemanagt werden muss. Und nur eine Kuh, die gut gemanagt wird, ist gesund und kann viel Milch geben. Sie gibt nicht von alleine viel Milch. Die Milch fällt nicht einfach so in den Milchtank oder in unser Tetrapack. Da gehört unheimlich viel zu, eine gute Kuh mit einer guten Milchleistung zu managen. Für Philipp Kowolik hat die hocheffiziente Kuhhaltung keine negativen Auswirkungen auf die Milch. Im Gegenteil, insgesamt sei die Milchqualität sogar besser geworden, meint er. Die Milchinhaltsstoffe sind gleich geblieben. In den zurückliegenden 20, 30 Jahren, da hat sich nichts getan. Die Qualität der Milch ist besser geworden, wenn wir sprechen über die Kühlkette heutzutage. Immer 4 Grad, die Milch schnell, zügig runterkühlen. Dann kommt die Milch in den Molkereitanker, geht zur Molkerei. Diese ganze Kette ist unheimlich effizient und gut geworden und wird ständig kontrolliert. Jede Kuh wird einmal im Monat auf ihre Milchqualität kontrolliert. Es gibt so viele Kontrollmechanismen, die greifen, dass ich mit ruhigem Gewissen sagen kann, die Milchqualität ist definitiv besser. Stimmt das? Ist die Milchqualität wirklich besser geworden? Wir fahren in die Schweiz, zur Paracelsus-Klinik in Lustmühle. Eine Klinik für ganzheitliche Medizin mit komplementären Methoden wie Homöopathie und unter der Einbeziehung von Schulmedizin.
Chefarzt der Klinik ist Dr. Thomas Rau. Er setzt sich seit Jahren kritisch mit Milchprodukten auseinander. Vor allem wegen der in der Milch enthaltenen Eiweißart Beta-Lactoprotein, die zu Allergien führen kann. Die Kuh hat sich verändert. Die Kuh wird anders ernährt. Und auch bei der Kuh spielt es eine Rolle, was man ihr zu essen gibt. Das bringt sie ja auch wiederum in die Milch. Die Milch selbst hat sich seit 1983, da gibt es gute Untersuchungen, aber noch mehr seit früher, grundlegend geändert. Sie hat beträchtlich mehr Beta-Lactoprotein drin. Sie ist eiweißreicher geworden. Sie ist an Omega-3-Fettsäuren deutlich ärmer geworden und sie ist an Spurenelementen massiv ärmlicher geworden. So hat sich das Nahrungsmittel, das Lebensmittel Milch in ein fast industrialisiertes Nahrungsmittel Milch verwandelt und ist einfach nicht mehr das Gleiche. Welche Konsequenzen das für den Menschen haben kann, erfahren wir von Dr. Rau später noch genauer. Wäre unter den genannten Bedingungen Biomilch unbedenklicher? Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen Biomilch und konventioneller Milch? Wir besuchen das schweizerische Gut Rheinau am Rhein. Ein Biohof nach strengen ökologischen Demeter-Richtlinien. Hier leben nur 70 Kühe. Sie haben noch Hörner und eigene Namen. Wir treffen den Biobauern und ehemaligen Betriebsleiter von Gut Rheinau, Martin Ott. Ott hat sich zum Ziel gesetzt, den Kühen bei der Milchleistung den Turbo rauszunehmen. Schauen Sie, vor 200 Jahren war die Weltmeisterin im Milchgeben rund 2000 Kilo Milch pro Jahr. Heute sind wir bei 27.000. Eine solche Entzüchtung geht natürlich nur auf Kosten der Gesundheit. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Milchschwemme von Milch, die nicht mehr gebraucht wird. Der Preis geht hinunter, der Druck wird noch größer und so weiter. Und da sind wir in dieser Spirale drin, die wir kennen. Und da habe ich einfach die wunderbare Entdeckung gemacht. Man muss nur die Kuh richtig verstehen. Und die Kuh richtig verstehen in ihrer Spezialität und ihr dann diese Aufgabe zurückgeben, die sie eigentlich in diesem ganzen Kontext will und immer gespielt hat. Und das ist Gras fressen. Kühe fressen also von Natur aus nur Gras. Als Bio-Demeter-Betrieb setzt das Gut Rheinau auf eine artgerechte Kuhhaltung. Das bedeutet, keine Zusatzstoffe im Futter und keine vorbeugenden Medikamente wie Antibiotika. Antibiotika werden bei Hochleistungskühen regelmäßig eingesetzt, um Krankheiten wie Euterentzündungen zu verhindern. Diese Antibiotika landen zwar in der Regel nicht direkt in der Milch, können aber trotzdem über Umwege Folgen für die Gesundheit des Menschen haben. Wir wissen aus den Statistiken, dass eine normale europäische Milchkuh einmal im Jahr eine richtige Antibiotikabehandlung im Euter drin hat. Das sind hocheffiziente Antibiotika. Das führt zu einem anderen Bakteriengleichgewicht in der Milch. Das führt dazu, dass die Kuh anfälliger wird. Das führt aber auch dazu, dass das Antibiotika wird ausgeschieden im Harn und im Kot. Das lebt in den Böden weiter. Das verändert die Mikrobiologie der Böden. Das verändert das Wurzelwachstum der Pflanzen. Wir haben dauernd diese Systeme drin. Und irgendwann bekommen wir Resistenten. Und dann haben wir die Antibiotika, die dann nicht mehr nützen, die wir dann brauchen, wenn wir einmal krank sind. Auf dem Gut Rheinau leben nur so viele Kühe, wie der eigene Boden ernähren kann. Eine Kreislaufwirtschaft, inklusive Ackerbau, ohne Zufuhr von außen. Das macht die Milch aber auch viel teurer als konventionelle Milch. Der Betrieb sieht sich als Gegenmodell zur konventionellen Milchviehhaltung, die ihr Kraftfutter inklusive Mais und Palmöl großteils auf dem Weltmarkt einkauft. Wenn man natürlich an diesem System nichts ändert und sagt, wir müssen dieselbe Menge Milch produzieren, wie es heute gibt, dann können Sie das mit Bio nicht, weil Bio ist immer ein System. Und die Milch, die entsteht in der Welt aus dem Gras, das entsteht in der Welt, die wird immer beschränkt sein durch die Kühe
und so weiter. Wenn wir dieses System wieder walten lassen, bekommen wir weniger Milch. Die Milch bekommt einen besseren Preis. Sie wird vielleicht teurer als Coca-Cola. Und dann haben wir wieder den rechten Platz. Und dann wird sie auch den rechten Platz in der Ernährung wieder einnehmen und nicht einfach ein Allerweltsprodukt sein, das man irgendwo überall in allen Formen industriell konsumieren kann. Das wäre meine Vision. Biomilch als nachhaltige Alternative zum globalen Massenprodukt Milch. Aber ist Biomilch auch wirklich gesünder? Wir fahren nach Karlsruhe zum Max-Rubner-Institut, dem staatlichen Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel. Wir sind verabredet mit Professor Bernhard Watzel, Leiter der Abteilung für Physiologie und Biochemie in der Ernährung. Ist Biomilch nun gesünder? Die Art und Weise, wie wir die Kuh füttern, beeinflusst die Zusammensetzung der Milch. Und da ist es so, dass über die Vorgaben der biologischen Produktionsweise wir deutliche Einflüsse auf die Fettsäurenzusammensetzung haben, die in der Regel dazu führen, dass wir in einer Biomilch günstigere Zusammensetzungen und höhere Konzentrationen an wertgebenden Inhaltsstoffen wie zum Beispiel Omega-3-Fettsäure haben. Da finden wir in der Regel bis zu 50% höhere Gehalte. Langfristig gesehen ist es durchaus etwas, was langfristig ein gewisser Vorteil, aber wenn dann überhaupt, dann ein sehr moderater Vorteil darstellen kann. Milch ist gesund, sagt das Max-Rubner-Institut. Und Biomilch noch ein bisschen gesünder. Dennoch gibt es viele Menschen, die Milch grundsätzlich nicht vertragen. Der bekannteste Grund ist die Laktoseintoleranz. In Mitteleuropa ist ca. jeder Siebte betroffen. Das Interesse an Laktoseintoleranz ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Immer mehr Menschen glauben daran zu leiden. Was ist Laktoseintoleranz überhaupt? Wir fragen in Innsbruck den Experten für Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Dr. Maximilian Ledochowski. Die Laktoseintoleranz ist eigentlich der Normalzustand bezogen auf die Gesamtbevölkerung, weil 75% der Weltbevölkerung nach dem Abstillen die Fähigkeit verlieren, den Milchzucker, die Laktose, aufzuspalten. Und wenn der Milchzucker nicht aufgespalten werden kann, wird er von den Bakterien im Darm vergoren. Und diese Gärungsprodukte machen dann Probleme, wie Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen und so weiter. Laut Dr. Ledochowski hat die Laktoseintoleranz tatsächlich zugenommen. Seiner Meinung nach gibt es aber noch ein weiteres Problem. Ein Faktor, warum die Laktoseintoleranz zunimmt, ist sicher der erhöhte Milchkonsum. Es ist aber auch die Art und Weise, wie Milchprodukte hergestellt werden. Wir haben so viele Verarbeitungsschritte in der Milchprodukteherstellung, die zu Unverträglichkeitsreaktionen führen, dass die Unverträglichkeitsreaktionen zunehmen müssen. Und man hängt das dann sehr oft auf die Laktoseintoleranz auf. Oft ist es aber eine Mischung von Unverträglichkeiten, die nicht nur den Milchzucker selber betreffen. Ja, wir haben früher so gut wie keine Verdickungsmittel in Nahrung, in Milchprodukten gehabt. Heute gibt es kaum mehr einen Joghurt, wo nicht Alginate oder Johannisbrotkernmehl oder irgend solche Sachen drinnen sind, nur damit das sämiger oder angenehmer im Geschmack wird. Die Werbung verlockt mit ihren Produkten zu noch mehr Milchkonsum. Zugleich nehmen die Unverträglichkeiten zu. Nicht nur die Laktoseintoleranz, auch andere Arten der Unverträglichkeit. Und diese führen oft zu unerwarteten Beschwerden. In der Nähe von Paris besuchen wir Alain Goriot und seine Familie. Monsieur Goriot aß früher mehrere Joghurts am Tag und sah zunächst keinen Zusammenhang zwischen seinen Beschwerden und dem Konsum von Milchprodukten. Ich hatte sehr oft Kopfschmerzen, 2 bis 3 Mal im Monat. Wenn ich sie nicht mit Ibuprofen behandelt habe, zogen sie sich über 2 bis 3 Tage hin. Die Kopfschmerzen waren Teil meines Alltags. Also habe ich beschlossen, einen Neurologen aufzusuchen, und das war Dr. Aranda. In einer Klinik in Courbevoie, einem Vorort von Paris,
befindet sich die Praxis von Dr. Bernard Arondat. Patienten wie Alain Goriot sieht der Neurologe häufig. Seit etwa 20 Jahren empfehle ich Menschen mit Kopfschmerzen, mit der Milch aufzuhören. Sie sind vielleicht der 3000ste bei mir mit dieser Unverträglichkeit. Dass es immer funktioniert, ist der Beleg, dass es hilft. In seiner Praxis habe ich Dr. Arondat das Problem mit meinen regelmäßigen Kopfschmerzen geschildert. Er hat einen Moment nachgedacht, dann hat er mich angesehen und gesagt, wir werden etwas ausprobieren. Sie hören jetzt auf, Milchprodukte zu essen und wir schauen, was passiert. Ich war etwas enttäuscht und dachte, ein Monat ohne Milchprodukte, das soll alles sein. Aber das war die ganze Unterhaltung. Ich denke, dass der schlechte Abbau von Laktose Abfallstoffe erzeugt, die giftig sind. In diesem Fall bedingt giftig, aber eben trotzdem giftig. Und dass diese Abfallstoffe schlichtweg Kopfschmerzen verursachen. Ich habe tausende Patienten, die Kopfschmerzen hatten. Und diese Kopfschmerzen verschwanden, als sie aufgehört haben, Milch zu konsumieren. Und die Kopfschmerzen sind so gut wie weg? So gut wie weg. Ich hatte vor kurzem welche, aber das war nicht schlimm. Sehr leicht. Genau, sehr leicht. Quasi von dem Tag an, an dem ich aufgehört habe, Joghurt, Milch und Sahne zu essen, hatte ich keine Kopfschmerzen mehr. Die Migräne alle zwei Wochen ist seitdem verschwunden. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob das direkt mit dem Verzicht auf Milchprodukte zusammenhängt. Aber die Koinzidenz ist frappierend, dass ich quasi von heute auf morgen keine Kopfschmerzen mehr hatte. Oder nur noch so leichte, dass ich keine Ibuprofen mehr nehmen muss. Die gesamte Familie Goriot verzichtet nun größtenteils auf Milch und Milchprodukte. Stattdessen konsumieren sie lieber pflanzliche Ersatzprodukte, wie zum Beispiel Reismilch. Beaucoup de gens qui Viele Leute mit Darmproblemen, die Milch konsumieren, klagen über Müdigkeit, darüber, dass sie schlecht schlafen und dass sie geistig schlapp sind. All das sind keine Krankheiten und folglich in den wissenschaftlichen Untersuchungen wenig erforscht. Aber nach meiner Erfahrung ist es tatsächlich sehr oft besser, wenn die Leute auf Milchprodukte verzichten. Sie fühlen sich fitter, geistig leistungsfähiger und so weiter. Sieht man das im Max-Rubner-Institut genauso? Ernährungswissenschaftler Professor Watzel betrachtet ärztliche Erfahrungen wie bei Dr. Arondat nicht als Belege für allgemeingültige Aussagen. Wenn Ärzte diese Erfahrungen mit Patienten machen, dann ist das eine Erfahrung, die so für sich steht und die ich in keinster Weise in Frage stellen kann. Die Problematik, die ich sehe, sind Einzelfälle. Und es entspricht nicht dem wissenschaftlichen Vorgehen, dass ich von Einzelfällen und diesen Erfahrungen, die da gemacht werden, auf die allgemeine Bevölkerung Übertragungen mache. Menschen, die durch Kuhmilchprodukte Beschwerden haben, müssen aber nicht unbedingt an Milchunverträglichkeiten leiden. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die allergische Reaktion. In der Paracelsus-Klinik für Ganzheitsmedizin empfiehlt Chefarzt Dr. Rau daher seinen Patienten, auf Milchprodukte zu verzichten. Wie war es von den Infekten her? Ich habe jetzt wieder einen bekommen, aber ging schneller vorbei. Also die Halsschmerzen waren innerhalb von 2 Tagen weg. Ja. Und was haben Sie denn an der Ernährung geändert? Ich verzichte jetzt auf Gluten und ich verzichte auf die Milch. Gut. Und wie ist das denn so? Ist das machbar für Sie? Ja. Gut. Sie schmeckt auch. Mhm. Man gewöhnt sich dran. Alle Kuhmilch-Eiweißprodukte, das Joghurt, das Käse, sind die ganzen Cremes und so, das ist die Milch selbst auch drin. Das sind die, aus unserer Sicht die problematischen und sehr allergenen Produkte. Weil das Beta-Lactoprotein, dieses Kuhmilch-Eiweiß, ist das mit Abstand
häufigste Nahrungsmittelallergen, das es gibt. Weit häufiger als die Laktose. Weit häufiger als Gluten oder Nüsse oder weiß ich was alles. Es kommt dazu, dass erklärend halt, dass die Nahrungsmittelallergien bei Ihnen jetzt halt die Milch und das Gluten, das ist dann doppelt blöd, dass die zu einer Zerstörung der Darmflora und eben auch der Darmschleimhaut führen. Und dann ist das ganze Immunsystem gestört. Diese Menschen haben dann eine leicht höhere Histaminhaltigkeit in ihrem Körper drin und reagieren verstärkt sekundär gegen andere Allergien. Wir haben die Leiden, die der Kuhmilchallergiker hat, übrigens auch der zwar viel seltener Glutenallergiker, also der Zöliakie-Patient, hat das auch, er hat Sekundärallergien, ist dann allergisch gegen Heupollen oder allergisch gegen Erdbeeren oder allergisch gegen Katzenhaare. Sekundärallergien. Der Anteil von Kuhmilchallergikern bei Erwachsenen in Mitteleuropa liegt laut Schätzungen bei ca. 1%. In der Paracelsus-Klinik dagegen sind die Zahlen bei den Patienten wesentlich höher. Wenn ich meine normalen sozusagen Check-up-Patienten, die einfach gesundheitsbewusst zu uns kommen, da sehen wir in 60% IgG4 Allergie auf Lactoprotein. Bei den autoimmunen Patienten sind es bereits über 80% und bei den Krebspatienten sind wir fast auf 95%. Das heißt, eine Inzidenzsteigerung mit diesen Krankheiten. Und wenn ich dies aber bei Hunderten von Patienten sehe, ist das für mich, das hat die Wertigkeit einer Studie. Ich sehe das einfach so häufig. Nach Dr. Raus' Erkenntnissen können Milch und Milchprodukte zudem zu Immunstörungen führen, also zu einer chronischen Schwächung des Abwehrsystems. Die Folgen? Erhöhte Infektanfälligkeit, wie zum Beispiel chronische Angina oder chronische Nebenhöhlenentzündung. Ein Liter Milch wird hergestellt aus Tausenden von Kühen. Diese Tausende von Kühen werden antibiotisch behandelt. Deren Eiweiße werden verändert durch Pasteurisierung. Und sie haben ein immunologisches Wirrwarr. Bei uns in der Region sind es 30.000 Kühe, deren Milch zusammengegossen wird. Und daraus werden die Produkte hergestellt. Das heißt, wir haben 30.000 individuelle immunologische Profile, die da aufgenommen werden. Ein absoluter eine Lawine von immunologischer Information, das auf unsere kleinen Kinder niederprasselt. Milch und Kinder. Seit Jahrzehnten heißt es, vor allem Kinder sollen viel Milch trinken. Wir sind alle damit aufgewachsen. Milch ist gesund. Milch macht groß und stark. Milch stärkt die Knochen. Milch war in meiner Kindheit ein elementarer Bestandteil der Ernährung, ohne dass man groß eine Erklärung, eine Begründung hatte. Es war traditionell so. Forschungsinstitute für Ernährung wie das Institut Pasteur in Lille bestätigen, Milch ist vor allem für Kinder empfehlenswert. Milch ist besonders reichhaltig. Sie enthält vielfältige und hochqualitative Proteine von hoher Wirksamkeit für das Wachstum. Die Kritiker von Milch, wie der Ernährungsmediziner Ledochowski, sehen Milch nicht als vorteilhaft für Kinder und Jugendliche. Sie warnen davor. Ich war vor einigen Jahren am Diabetologenkongress in Leipzig und dort ist die deutsche nationale Verzehrstudie vorgestellt worden. Und da hat es geheißen, dass
das tierische Eiweiß, das in der Vorschulzeit zugeführt wird, wesentlich korreliert mit der Übergewichtigkeit im Jugendalter. Und ich habe damals gefragt, welches tierische Eiweiß, und wurde lange gezögert, bis dann herausgekommen ist, dass es das Milcheiweiß ist. So gesehen muss ich sagen, dass heutzutage Milch spätestens ab dem 5. Lebensjahr nicht mehr als Grundnahrungsmittel sinnvoll einzusetzen ist. Welche Folgen kann der Milchkonsum für Kinder haben? Ganz, ganz mannigfaltige. Die Kinder bekommen allergische Krankheiten, bekommen Asthma und sogar längerfristig durch die Überreizung des Immunsystems zu autoimmunen Krankheiten. Die autoimmunen Krankheiten sind die in der heutigen Zeit bei Kindern am allerstärksten ansteigen. Juvenile Arthritis, Diabetes und x andere Krankheiten auch, welche autoimmun sind. Ist Milch dafür wirklich mitverantwortlich? Das Max-Rubner-Institut sieht keinen Zusammenhang. Eher das Gegenteil. Die wissenschaftlichen Daten zeigen, dass in der Kindheit, in der Jugend der Verzehr von Milch nicht mit negativen Konsequenzen einhergeht im Hinblick auf Gewichtsentwicklung, im Hinblick auf Diabetes. Da ist es eher so, dass wir eher schützende Wirkungen haben eines üblichen, moderaten Milchverzehrs. Allerdings muss man gerade bei den Kindern natürlich sich anschauen, welche Produkte verzehrt werden. Und da haben wir heute in dem Bereich von Milch und Milchprodukten viele Produkte, die stark gesüßt sind. Und das sind dann nicht unbedingt die Produkte, die wir für die Kinderernährung empfehlen. Aber Milch oder Naturjoghurt und Käse sind natürlich weiterhin für die Kinder sehr empfehlenswerte Lebensmittel aufgrund dieses Spektrums an wertgebenden Inhaltsstoffen. Milch als wertvolles Naturprodukt ist gesund und macht schön. So verkauft es die Werbung. Und ist damit nicht weit entfernt von der gängigen Lehrmeinung. Diese lautet: Milch ist dank ihres hohen Kalziumgehalts gut für den Knochenaufbau bei Kindern und schützt Erwachsene vor Osteoporose. Alle klinischen Studien, bei denen den Teilnehmern Milchprodukte oder Kalzium über einen längeren Zeitraum gegeben wurde, zeigen, dass die Knochendichte zugenommen hat. Die Knochenfestigkeit ist gestiegen. Die Kalziumkonzentration in den Knochen ist gestiegen. Also alle Untersuchungen zeigen, dass Milchprodukte beim Kampf gegen Osteoporose helfen. Aber Milchprodukte allein reichen nicht, denn Osteoporose ist eine komplexe Krankheit mit vielen verschiedenen Faktoren. Fest steht, dass Milch und Milchprodukte reich an Kalzium sind. Jetzt würden wir von der Annahme ausgehen, dass man 1200 Milligramm Kalzium zu sich nehmen muss, um gesunde Knochen zu erhalten. Dann würde das bedeuten, dass jeder Mensch rund 1 Liter Milch pro Tag zu sich nehmen müsste. Das würde auch bedeuten, dass alle Säugetiere, die nach dem Abstillen praktisch nicht mehr diese Kalziumquelle haben, an Osteoporose erkranken würden. Das würde bedeuten, dass alle Menschen, die abgestillt sind, laktoseintolerant sind, an Osteoporose erkranken müssten. Das Gegenteil ist der Fall. In den Ländern, wo wir Laktoseintoleranz endemisch vorfinden, ist die Osteoporose viel seltener als in den Ländern, wo die Laktosetoleranz vorgefunden wird. Also Deutschland, Skandinavien, wo eigentlich der Milchkonsum am höchsten ist. Vor allem in Schweden ist der Milchkonsum sehr hoch. Und ausgerechnet von dort kam vor 2 Jahren eine Studie, die auch hierzulande für Aufsehen sorgte. Denn die Studie sagt, Menschen, die viel Milch trinken, haben kein geringeres Risiko für Knochenbrüche, sondern ein erhöhtes. Und sie sterben sogar früher. Wir wollen mehr erfahren und reisen nach Schweden. An der Universität Uppsala treffen wir den Leiter der Studie, den Ernährungswissenschaftler Professor Karl Michaelsson. Er wertete die Daten von über 100.000 schwedischen Frauen und Männern im Alter von über 40 Jahren aus. Among women, we found a higher risk
of fracture. Bei Frauen fanden wir ein erhöhtes Risiko von Knochenbrüchen, vor allem Hüftfrakturen, die schwerwiegendsten Knochenbrüche bei älteren Menschen. Zudem eine höhere Todesrate bei Frauen mit hohem Milchkonsum. Wir sahen dieselbe Tendenz auch bei Männern, allerdings wesentlich schwächer ausgeprägt. Den Grund für die schädliche Wirkung sieht Professor Michaelsson in einem Bestandteil des Milchzuckers, der Galaktose. Bei Versuchstieren, denen man Galaktose verabreichte, verlief der Alterungsprozess schneller. Die Dosis von Galaktose, die diesen Tieren gegeben wurde, korrespondiert mit dem Galaktoseinhalt von ein oder zwei Gläsern Milch. Das passt gut zu den Ergebnissen unserer Studie. Sind Milch und Milchprodukte also insgesamt schädlich? So einfach ist es für Professor Michaelsson nicht. Seine Studie unterscheidet ausdrücklich zwischen Trinkmilch und fermentierten Milchprodukten wie Joghurt oder Käse. Diese haben wesentlich weniger Galaktose. Und dort kommt die Studie auch zu anderen Ergebnissen. Es zeigte sich, dass hoher Konsum von Käse, Dickmilch und Joghurt in Verbindung stand mit einem geringeren Risiko von Knochenbrüchen und Tod, im Gegensatz zu den Ergebnissen bei Milch. Professor Michaelsson möchte keine Ernährungsempfehlungen für die Bevölkerung aussprechen. Erst müssten weitere Studien folgen. Dennoch, die Behauptung, dass viel Milch gut gegen Knochenbrüche sei, gilt für ihn als widerlegt. Unsere Studie zeigt, dass sich das Risiko von Knochenbrüchen bei Älteren erhöht. Andere Studien zeigen, dass es das Risiko von Knochenbrüchen zumindest nicht senkt. Aber das war die Behauptung der Milchhersteller über viele Jahrzehnte. Du bekommst starke Knochen, wenn du viel Milch konsumierst. Aber die Belege für diese Behauptung sind sehr schwach. Sollten also auch Deutsche und Franzosen besser weniger Milch konsumieren, um Knochenbrüche zu vermeiden? Nein, sagen die hiesigen Ernährungsinstitute. Sie bleiben bei ihrer positiven Bewertung von Milch. Denn der vergleichsweise hohe Milchkonsum in Schweden lässt sich nicht auf die Verhältnisse von hier übertragen. Zudem zeige die Studie, zu wenig Milch sei auch nicht gut. Wenn man sich diese Studie anschaut, konsumieren die Frauen dort 600 Milliliter Milch am Tag. In Frankreich sind es heute 100 Milliliter. Das sind schon mal zwei komplett unterschiedliche Sachen. Man muss sich die Frage stellen, warum das Übermaß von Milchprodukten, und es ist wirklich ein Übermaß, nicht vorteilhaft ist. Übermaß ist nie vorteilhaft. Auch ich empfehle keinesfalls ein Übermaß. Eine andere Übertreibung, die in dieser Studie ebenfalls gut aufgezeigt wird, ist, dass Personen, die überhaupt keine Milchprodukte konsumieren, zum Beispiel Kinder, die wegen Intoleranzen keine Milch vertragen, 2 bis 3 Mal mehr Knochenbrüche aufweisen. Das wird hier gänzlich nachgewiesen. Die Studie aus Schweden zeigt, gerade bei komplexen Lebensmitteln wie Milch sind eindeutige Aussagen schwierig. Außerdem stellt sich die Frage, wie weit die Ergebnisse einzelner Studien verallgemeinert werden können. Das ist letztendlich die Kernfrage, wenn man sich mit dem Thema Bewertung von gesundheitlichen Wirkungen von Lebensmitteln befasst. Welche Daten haben wir? Nicht jede Studie ist von ihrer Qualität gleich gut. Und inzwischen gibt es klare Kriterien, die in der wissenschaftlichen Gemeinde entwickelt wurden, die man anwenden kann, um Studien zu bewerten. Wie aussagekräftig sind die Studien? Sind es reine Beobachtungsstudien? Sind es Interventionsstudien? Und das sind alles verschiedene Arten von Studien, die in ihrer Summe zu einem Beweisniveau führen können. Und uns Wissenschaftler dann in die Lage versetzen zu sagen, da haben wir wirklich eine überzeugende wissenschaftliche Datenlage, eine wahrscheinliche, eine mögliche. Erst die Summe der Studien, die sogenannte Metastudie, wenn mehrere Studien ausgewertet werden, hat für die Wissenschaft die höchste Aussagekraft.
Und deshalb warne ich auch immer Journalisten davor, sich auf eine Studie zu beziehen, weil sie immer eine Studie finden werden, die genau ihr Argument oder ihre Interpretation belegt. Aber wissenschaftlich ist das nicht korrekt, sondern wir müssen wirklich die Gesamtheit der Datenlage berücksichtigen. Und erst das ermöglicht uns wirklich eine einigermaßen objektive Bewertung der Datenlage dann auch durchzuführen. Ärzte, die entgegen der Lehrmeinung zum Milchverzicht raten, wollen sich aber generell nicht auf Ernährungsstudien verlassen. Sie vertrauen lieber auf ihre Therapieerfahrung mit den eigenen Patienten. Auch wenn diese nicht die wissenschaftliche Anerkennung von Studien haben. Wer ist da wissenschaftlich und wer nicht? Was heißt überhaupt Wissenschaftlichkeit? Das sind Betrachtungen einer relativ großen Gruppe von Menschen unter irgendwelchen Kriterien. Und haargenau das mache ich ja, indem ich eine riesige Gruppe seit 30 Jahren von Patienten, täglich haben wir 100 bis 300 Menschen, die zu uns kommen, betrachten. Und wir raten ihnen dieses Vorgehen an und es geht ihnen besser. Also für mich ist das empirisch wissenschaftlicher als alle die verlogenen Studien. Wenn Sie mich jetzt ansprechen, ob man unbedingt wissenschaftliche Studien braucht, ja, möchte ich es und als Beispiel die Migräne nennen. Es gibt keine Studie, die uns wissenschaftlich beweist oder statistisch beweist, dass irgendein Nahrungsmittel mit Migräne irgendetwas zu tun hat. Trotzdem zeigt die eigene Erfahrung und die Erfahrung von einzelnen Menschen, wenn ich Schokolade esse, dann bekomme ich einen Migräneanfall. Wenn ich dieses oder jenes Nahrungsmittel zu mir nehme, kann ich einen Migräneanfall auslösen. Und in der Summe kann ich das aber nicht statistisch beweisen. Ist jetzt das eine Wissen unrichtiger als das andere, obwohl ich es weiß und reproduzieren kann? Milchkritiker sehen bei einigen Studien ein weiteres Problem. Wenn die Studie nicht unabhängig erstellt wurde oder aber wenn eine mögliche Nähe der Wissenschaftler zur Industrie besteht. Wir fahren nach Südfrankreich, in die Nähe von Nîmes. Hier arbeitet Thierry Soucard, Wissenschaftsjournalist, Herausgeber und streitbarer Autor mehrerer milchkritischer Bücher. Er hat sich zum Ziel gesetzt, Verbindungen zwischen der Ernährungswissenschaft und der französischen Lebensmittelindustrie offenzulegen. Die französische Empfehlung, 3 oder 4 Milchprodukte am Tag zu essen, beruht auf nichts, auf keiner seriösen wissenschaftlichen Basis. Sie zeigt nur die Nähe zwischen dem französischen Staat, den Personen, die in Frankreich über Ernährung entscheiden, und der Milchindustrie. Diese Verbindung habe ich in meinen Büchern offengelegt und auch die Namen der verantwortlichen Franzosen. Und ich wurde nie von jemandem verklagt, noch gab es Aufforderungen an mich, etwas zu widerrufen. Soucard sieht auch das Institut Pasteur in Lille kritisch. Für ihn ist es finanziell nicht unabhängig. Das Institut Pasteur in Lille ist in einer heiklen finanziellen Situation. Es ist sehr abhängig vom Geld der Industrie, besonders von der Milchindustrie. Tatsächlich ist das Institut Pasteur eine private, gemeinnützige Stiftung, die sich zu einem Großteil über private Forschungs- und Beratungsaufträge finanziert. Auch französische Milchkonzerne wie Danone und Lactalis gehören zu den Auftraggebern und Sponsoren. Wir erhalten einen sehr kleinen Anteil staatlicher Zuschüsse. Daher finanzieren wir uns zu 80% selbst. Das ist bei dieser Forschungseinrichtung genauso wie bei allen anderen. Alle Forschungseinrichtungen in Frankreich sind doppelfinanziert, sowohl staatlich wie auch privat. Das gilt für alle. Thierry Soucard kritisiert auch Professor Le Cerf aufgrund dessen Verbindungen zur Milchindustrie. So ist Professor Le Cerf unter anderem Mitglied eines Wissenschaftlergremiums in einer Organisation zur Erforschung von Ernährungsgewohnheiten.
Diese Organisation gehört zum Dachverband der französischen Milchwirtschaft. Für Soucard ein Fall von Interessenkonflikt. Was für ein Interessenskonflikt. Ich mache das ehrenamtlich. Das ist eine Gruppe von Forschern, Soziologen, Psychologen und Ernährungswissenschaftlern, die sich trifft, um an Thesen zu arbeiten oder Kolloquien zu organisieren. Wir machen das, weil wir begeistert sind von unserem Metier. Ich sehe wirklich nicht, wo da ein Interessenskonflikt sein soll. Jeder außer ihm sieht hier ein Problem. Die gesamte Presse sieht darin ein Problem. Alle Leute, die sich mit der Ethik beschäftigen, sehen ein Problem des Interessenskonflikts zwischen Forschern und der Industrie. Aber wenn Sie Forscher oder Mediziner, die mit der Pharma- oder der Lebensmittelindustrie verbandelt sind, fragen, sehen die darin nie ein Problem. Zurück nach Deutschland und zurück zu der Frage, in welcher Weise Milch gesund ist oder nicht. Wir machen uns auf den Weg zu unserer letzten Station, der Universität Osnabrück in Nordrhein-Westfalen. Hier lehrt der Hautarzt Professor Bodo Melnick. Er hat eine Theorie zur Milch entwickelt, die in den letzten Jahren unter Wissenschaftlern für Diskussionen sorgte. Professor Melnick sieht in der Milch ein biochemisches Signalsystem, das den Körper zu mehr Wachstum stimuliert. Laut Melnick mit schwerwiegenden Folgen. Aber wir wissen jetzt, dass es immer früher schon losgeht mit der Akne. Selbst 8-9-Jährige haben schon Akne. Und wir wissen, dass die Akne auch viel länger andauert. Wir wissen, dass ungefähr 50% zum Beispiel der Amerikanerinnen noch Akne haben in der dritten Lebensdekade. Also bis 30 immer noch Pickel, die Hälfte. Ja? Die Milch ist ein faszinierendes Thema deshalb, weil wir als Dermatologen so in 2008 die erste Nachricht bekamen aus einer Harvard-Epidemiologie-Gruppe, dass Milchkonsum Akne erzeugen sollte. Da habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Wie hat die Milch überhaupt einen Zugriff zu dieser Teichdrüse? Es muss ja dann auch irgendwo von innen her wirken. Das heißt, die Milch muss ja dann irgendwie eine Signalwirkung haben. So haben wir dann die Milch neu charakterisiert und haben gesagt, Milch ist kein normales Nahrungsmittel. Wir müssen begreifen, dass die Milch ein Ziel hat, Wachstum zu erzeugen. Wir müssen verstehen, die Milch hat eine ganz übergeordnete Bedeutung. Sie ist ein biologisches Doping-System. Milch, so Melnicks These, aktiviert im menschlichen Körper zwei Signalwege für Wachstum. Aminosäuren in der Milch stimulieren die Leber, das Wachstumshormon IGF-1 zu produzieren. Und Mikro-RNA, kleine genetische Bausteine, regulieren menschliche Gene, um ebenfalls Wachstum anzuschieben. In der Pubertät schieben wir das Ganze dann an und sehen dann die Akne und schieben wahrscheinlich die Fehlentwicklung anderer Drüsen schon an. Und das geht dann weiter bis zum Diabetes. Wenn wir die Drüsen dann ständig überfordern mit diesem Signalsystem, haben wir Diabetes, Übergewicht, Insulin macht ja auch in die Fettzellen dick. Und letztlich enden wir bei Demenzerkrankung. Und zum Parkinson gibt es, der ja auch eine neurodegenerative Erkrankung ist, auch ständig zunimmt, schon eindeutige Korrelation wiederum zum Milchkonsum. Wir haben es hier mit einem System zu tun, was uns natürlich immer wieder in diese Wachstumsphasen reinpusht. Und Zivilisationserkrankungen sind aus meiner Sicht Erkrankungen überschießenden Wachstums. Dieses überschießende Wachstum kann laut Professor Melnick sogar das Risiko von Krebs erhöhen. So gibt es eine spezielle Mikro-RNA in der Milch, die auch von Krebszellen gebildet wird, um das Zellwachstum zu beschleunigen. Ihr Name? Mikro-RNA-21 oder auch Oncomir-21. In unserer pasteurisierten Milch nehmen wir aber Oncomir-21 auf, denn die Mir-21, Mikro-RNA-21 des Rindes, ist absolut gengleich mit der Mikro-RNA des Menschen. Und das halte ich für extrem gefährlich. Und bin da der Ansicht, dass pasteurisierte Milch aus dem Verkehr gezogen werden müsste. Man würde dem Patienten dringend empfehlen, wenn Milchkonsum, dann Haarmilch zu nehmen, weil wir da dieses System zum Glück durch dieses hochgradige Erhitzen ausgeschaltet haben. Melnicks Theorie gilt aber noch als Einzelmeinung. Sie wird von der Mehrheit der Ernährungswissenschaftler abgelehnt. Auch von Professor Watzel vom Max-Rubner-Institut. Ich habe mehrere Gespräche mit Herrn Melnick geführt. Wir haben da auch intensiv drüber diskutiert, auch in einer größeren Expertenrunde schon Gespräche mit ihm geführt.
Er hat eine interessante Hypothese, aber er kann keine Belege in der Praxis bzw. die Daten, die vorliegen aus Interventionsstudien am Menschen, aus den Beobachtungsstudien am Menschen, die widerlegen ihn. Sprich, die Mehrheit der Studien sieht keinen Zusammenhang zwischen Milch und Zivilisationskrankheiten. Nur bei Krebs ist die allgemeine Studienlage nicht eindeutig. Das Risiko für Prostatakrebs beim Mann nimmt durch hohen Milchkonsum wahrscheinlich leicht zu. Das Risiko für Darmkrebs nimmt durch Milchkonsum aber ab. Bei anderen Krebsarten sehen die Forscher keinen Zusammenhang. Insofern keine allgemeinen Aussagen bei Krebs, muss man sehr stark differenzieren. Und das Beispiel Prostatakrebs ist wirklich der einzige klinisch relevante Endpunkt, wo ein hoher Verzehr sich möglicherweise negativ auswirkt. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Ist Milch nun gesund oder ungesund? Die Aussagen sind widersprüchlich, die Studienlage nicht eindeutig. Wem soll der Verbraucher mehr glauben? Wissenschaftlern, die auf wissenschaftliche Studien bestehen, oder Ärzten, die auf ihre praktischen Erfahrungen setzen? Wenn Sie fragen, wem Sie glauben sollen, mir. Einfach, weil ich glaube daran, dass ich recht habe. Und meine persönliche Erfahrung sagt mir das auch, dass ich recht habe. Ich schwimme vielleicht gegen den Strom. Ja? Ich bin aber trotzdem Schulmediziner oder bezeichne mich als Schulmediziner, nicht als Alternativmediziner. Ich berufe mich nicht auf irgendwelche esoterischen Glaubensrichtungen, sondern schlicht und einfach auf die Studien, die ich selber durchgeführt habe und auf meine persönliche Erfahrung. Persönliche Erfahrung kontra wissenschaftliche Studie. Die Mehrheit der Ernährungswissenschaftler bezeichnet die Kritiker gern als ideologisch geprägte Stimmungsmacher. Man muss die Ernährung von der Ideologie trennen. Man darf Ernährung nicht moralisieren. Dass die Milch für einige nicht geeignet ist, ist völlig normal. Dass die Milch nicht perfekt ist, ist völlig normal. Dass die Studien komplex und widersprüchlich sind, ist normal. Wir untersuchen, wir beobachten. Ich bin nicht in einem Krieg. Es ist die Anti-Milch-Fraktion, die auf einem Kreuzzug ist. Die Milchindustrie mit ihrer Werbung tut seit jeher alles dafür, dass das Image der Milch makellos bleibt. Mit Erfolg. Trotz aller Kritik hat sich das gute Image bis heute in den Köpfen der Verbraucher festgesetzt. Ich habe eine tiefe Achtung vor der milchindustriellen Marketingleistung. Das sind wirklich Spezialisten, die es geschafft haben, das Denken der Bevölkerung umzustimmen. Das ist eine 30-jährige Gehirnwäsche, die erfolgt ist, sodass heute noch dahinter das Letzte glaubt, Milch sei gesund. Die Diskussion unter den Experten geht weiter. Milch, ja oder nein? Die Meinungen bleiben geteilt. Ernährungsphysiologisch gesehen ist die Milch reich an wichtigen Nährstoffen. Wir haben eine gute Quelle für Eiweiß. Wir haben Mineralstoffe, Calcium an erster Stelle. Das sind alles wissenschaftlich gesehen Argumente, die für einen entsprechend moderaten, aber regelmäßigen Verzehr von Milch sprechen. Wir haben in vielen, vielen Bereichen unserer Ernährung jetzt diese Produkte. Und es ist aus meiner Sicht einfach ein Übermaß. Es ist letztlich die Durchstimulation über Jahrzehnte natürlich. Und der Effekt ist eben nicht auf Knopfdruck, sondern er geht langsam und schleichend und deshalb vielleicht so unbemerkt. Unsere Reise hat uns gezeigt, Milch kann viel mehr Beschwerden auslösen, als die meisten denken. Und manchen Menschen geht es durch Milchverzicht besser. Ob Milch aber im großen Umfang krank machen kann, bleibt umstritten. Welchen Experten man mehr glaubt, muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden.